Hi, willkommen bei Stark Industries. Ich bin Ken, Tony Starks persönlicher Praktikant. Das hier ist mein Tony Talk. Moment, da haben wir es. Wie ihr wahrscheinlich bereits wisst, hat Dr. Doom sich selbst und seine Schar von Schurken mit Hilfe von Magie in Monster verwandelt. Darum haben Mr. Stark und Dr. Strange für die Avengers einige neue Max Strike Monster Hunter Rüstungen entwickelt, mit einer Mischung aus Technologie und Magie. Um Iron Man mit seinem Projekt zu helfen, habe ich unter anderem Monsterroboter studiert. Und darum lernen wir heute, wie ein Roboter tanzt. Falsches Thema. So stimmt's. Der Oberfeind, was Roboter angeht, sind auf jeden Fall die Sentinels. Sie sind programmiert, Mutantenhelden namens X-Men zu jagen. Manche Roboter haben ein Bewusstsein, das heißt, sie fühlen und denken eigenständig. Robot X ist dank seines Bewusstseins rücksichtsvoll und kreativ. Genauso wie Troll, ein Bagger, der von einem außerirdischen Bewusstsein eingenommen wurde. Oder Awesome Android, kurz Awesome Andy genannt, der zwar von einem verrückten Genie gebaut wurde, aber zu einem tollen Kollegen wurde. Es sind eben nicht alle Roboter böse, manche sind sogar freundlich. Wie der Kader von Kreationen des Kinderhelden Kid Caillou, sagt das Thema schnell hintereinander. Dazu gehören der tigergestreifte Aegis, der Megakrieger Mekara und der scheinbar techno-organische Hi-Vo, was für High Voltage steht. Er steht manchmal unter Strom, so wie manche dieser miesen Maschinen. Wie Electro, der beim Erwachen gleich mal die Welt beherrschen wollte. Und Metallo, eine Bleirüstung, in der sich ein entflohener Sträfling versteckte. Aber meine Nummer 1 ist die asgardianische Destroyer-Rüstung. Wer braucht einen Piloten, wenn es mit Magie auch geht? Nicht böse gemeint, Mr. Stark. Und das waren sie, meine 10 liebsten Monsterroboter. Danke fürs Vorbeikommen.